So einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag und Abend. Ja, es ist etwas vorgefallen, also nicht doch mir im weitesten Sinne. Also wenn ihr die Folge seht, ist es natürlich schon 3 Wochen her, logischerweise, ne? Also vor einer Weile ist etwas vorgefallen aus eurer Sicht. Und zwar hatte ich einer Person ja einen Server gemacht, damit die hier spielen kann, weil sie selber halt nicht die technischen Hintergrundwissen bzw. Möglichkeiten hat, den Server zu hosten, also 24/7. Deswegen habe ich mich bereits erklärt, für sie zu hosten. Und ja, im Zusammenhang dessen kam es zu einem ganz schönen Desaster, weswegen ich das jetzt auch erzählen möchte, um allen Leuten vor solchen Sachen zu warnen. Und zwar hat es damit angefangen, die Dame, der Herr, weiß ich gerade gar nicht, ja, war halt online auf seinem Server. Und jetzt hat sich das aber halt so ergeben, dass sie quasi, während sie on war, kam jemand anderes noch on oder kurz danach, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich selber kenne es auch nicht direkt aus erster Linie, sondern ich kenne es halt nur, weil es war ja mein Server. Das heißt, sie hat sowohl versucht, mir so beizubringen. Und zum anderen habe ich halt selber den Serverlog dann durchgeschaut. Und ja, da kam halt quasi raus, dass er, während sie nicht on war, hat er geguckt, wie er den Server beschädigen konnte. In dem Sinne, dass er zum Beispiel, es gab eine Area, also sie hat etwas gebaut, also sie oder er, keine Ahnung, hat etwas gebaut. Und er hat sich quasi daneben hochgebaut und dann, als er über der Area war, hat er sich dann so rüber gebaut, sodass er quasi über der Area war. Hat dann Lava ausgekippt und der Lava ist dann halt, ne, runtergeflossen. Die Lava nimmt natürlich keine Rücksicht vor der Area, heißt also, die Lava ist auch in die Area reingeflossen, wie jede Flüssigkeit. Hat dann das Ding dann halt in Brand gesteckt, angezündet. Und als denn, ja, die Administratorin wieder ankam, tat er allerdings so, als wenn das jemand anderes war, während er online war. Und er habe versucht, das Ganze zu beheben. Also, wie als wenn er nicht der Bösewicht wäre, sondern eine helfende Person gewesen wäre, die versucht hat zu helfen. Hat sich dann bei dem Admin quasi eingeschmeichelt und wollte quasi in dem Moment helfen, dass er sagt: Okay, du kannst mir ein paar Rechte geben, dann kann ich, wenn wieder so jemand ankommt, den gleich bannen oder bestrafen oder was auch immer. Ja, darauf ist ja leider der Admin leider reingefallen und hat ihm dann halt tatsächlich die Rechte gegeben. Natürlich nichts ahnend, dass er eigentlich der Bösewicht war. Und er hat sich dann auch so weit eingeschmeichelt, dass sie ihm, naja, ein bisschen leichtsinnig alle Rechte gegeben hat. Also wirklich komplett Grant, Playername, all. Das heißt inklusive des Serverprivilegs. Naja, der Bösewicht, das war natürlich für ihn ein absoluter Jackpot. Vor allem, er hat ihr gleichzeitig auch den Befehl, den sie dafür eingeben muss, hat er ihr direkt noch in den Chat geschrieben, wodurch sie natürlich noch ein bisschen, ne, in die Richtung gelenkt wurde, einfach direkt diesen Befehl dann einzugeben. Und ja, sobald er dann den Serverprivileg, das Serverrecht hatte, ja, hat er dann quasi mit dem folgenden Befehl set Name, ja, keine Ahnung, Player,
Also mit Set ändert man dann die Variablen im Server und die Name-Variable ist die Variable, die auch angeht oder die benutzt wird, um den Admin zu bestimmen. Jetzt muss man dazu wissen, wenn man Set oder eine Variable angibt, dann wird diese nicht direkt geändert. Das heißt, in der Config, in der Server-Config wird nichts geändert, soweit ich weiß. Also auch in dem Fall wurde nichts geändert. Aber für die laufende Session war er ab dann der Admin. Und hat damit dann natürlich, weil der eigentliche Admin damit kein Admin mehr war, konnte er ihm dann alle Rechte entnehmen oder entziehen. Ja, und genau. Alle Rechte entziehen, ihn dann bannen. Damit war der eigentliche Admin nicht mehr in der Lage, sich einzuloggen. Und er hat aber die gesamte Map dann zurückgesetzt, komplett gelöscht. Also nicht die gesamte Map, sondern um den Spawn herum. Der Server war aber noch relativ neu, wisst ihr, den habe ich ja gestern erst aufgesetzt gehabt. Das heißt, es wurde auch bisher nur um Spawn rum ge gebaut. Und das alles war halt weg. Der hat dann quasi einfach eingegeben, Delete Blocks oder sowas. Hier, ne? Kennt ihr ja, Delete Blocks. Und halt die Be Sache. Er hat ja Server-Privileg, das heißt, er konnte alle Befehle eingeben, die meistens hat. Ja. In dem Fall echt dumm gelaufen. Warum ich das Ganze jetzt erzähle, ist ganz einfach, um allen, die hier meine Videos gucken, vor solchen Leuten zu warnen. Es ist, ich schwöre, nie eine gute Idee, irgendjemanden Serverprivileg zu geben oder allgemein weitreichende Privilegien zu geben. Wenn man eine Person längere Zeit kennt, also wirklich über mehrere Tage, besser sogar Wochen oder Monate gut kennt und der wirklich über die gesamte Zeit sich als vertrauenswürdig, hilfsbereit herausgestellt hat, dann, frühestens dann, kann man ihm Privilegien geben, wie sowas wie GIF oder Fly oder Noclip. Meinetwegen auch Creative. Ne? Also Sachen, womit er in der Welt machen kann, was er möchte, aber die Welt an sich oder den Server nicht manipulieren kann. Aber Sachen wie zum Beispiel dem Surf-Privileg, Server, oder aber solche Sachen wie, ja, wenn ihr jetzt World Edit installiert habt, solche Sachen wie World Edit, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Weil gerade mit World Edit zum Beispiel kann man halt sehr viel, sehr schnell kaputt machen. Weil World Edit ist fast genauso mächtig wie das Surf-Privileg. Damit kannst du zwar den Admin nicht umändern und den Admin auch nicht bannen, aber du kannst halt eine große Fläche markieren und dann sagen, mit Luft überschreiben. Hat er nämlich auch getan. Dann, nachdem er Delete Blocks eingegeben hat, hat er nämlich direkt große Fläche markiert und dann gesagt, Set Air. War ein großes Stück des Kuchens ausgeschnitten. Ja, und Ende vom Lied. Genau, Server war in dem Moment natürlich hin. Und wie gesagt, ich persönlich betreibe ja auch Server, eine ganze Menge sogar. Und habe auch eine Moderatorin namens JJK1. Und ihr vertraue ich halt auch blind. Und sie hat sogar World Edit bei mir bekommen. Ja, also, sie kann quasi auf meinem Server, wenn sie möchte, alles kaputt. Er kann auf meinem Server, wenn er möchte, alles kaputt machen. Gut, würde jetzt bei mir nicht so viel bringen, weil ich habe wöchentliche Backup. Also zweimal die Woche habe ich Backup bei mir. Das heißt, er könnte nur das innerhalb der letzten Tage kaputt machen. Aber selbst JJK1, obwohl ich ihm mittlerweile mehr zutraue als, naja, vom Können her mir selbst in Bezug auf Ingame, also jetzt was Serverhosten und so angeht, ne, da kann ich sein Wissen noch nicht so einschätzen, aber Ingame, JJK1, echt cooler Typ. Deswegen hat er gesagt, selbst bei mir schon World Edit. Aber solche Leute sind halt Ausnahme. Ich habe JJK1, bevor ich ihn damals zum Moderator gewählt hatte, kannte ich ihn schon über Wochen und glaube sogar mehrere Monate, bevor ich damals gesagt habe, okay, du darfst. Und auch World Edit
hat er gerade mal seit kurzem. Also jetzt mittlerweile auch mehrere Monate, aber meine Server laufen auch schon seit 2 Jahren. Und wie gesagt, mit solchen Sachen, World Edit, Serverprivileg und all solchen Sachen, unglaublich aufpassen und wirklich nur Leuten geben, denen man blind vertrauen kann. Und ansonsten halt niemandem. Wie gesagt, solche Sachen wie Fly, Noclip ist kein Problem, damit kann man nicht viel Schaden machen. Da kann man zwar unfair spielen, aber okay, mehr kann halt doch nicht passieren. Denn grabst du dich halt durch die Wand und brichst irgendwo ein. Ne? Aber er sagt, Protection Bypass zum Beispiel ist auch so eine Sache. Sowas wie die Areas, also das Areas Privileg, womit du Areas überschreiben kannst oder in fremden Areas Sachen machen kannst. All solche Sachen nur Personen geben, die du wirklich gut vertraust. Der du gut vertraust. Und sowas wie Serverprivileg am besten gar niemanden geben. Selbst ich habe bei mir, HJK1 zum Beispiel, auch noch kein Serverprivileg gegeben. Ich meine, ich würde es ihm tatsächlich sogar fast geben. Also JK1 vertraut mittlerweile blind. Aber eben, ich kenne ihn auch mittlerweile seit Ewigkeiten. Aber 9 Spielern, die man wirklich nur kurz kennt, das ist ein absolutes No-Go. Und deswegen, wie gesagt, jetzt nochmal allgemeine Warnung. Genau. Zurück zu unserem Let's Play. Nein. Was wollte ich jetzt gerade? Das da. So. Genug gequatscht, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf wieder ins Let's Play. Genau. So, das heißt, wir hier, bumm. LP. Und dann gib ihm. Und wie gesagt, der Schaden war jetzt nicht allzu groß. In dem Fall nicht allzu groß, weil der Server war in dem Moment gerade mal ein paar Stunden alt. Das heißt, der Spawn war ein bisschen bebaut. Er hatte sogar schon einen Shop gebaut und sowas und den Spawnpoint ein bisschen ausgebaut. Also es war mittlerweile ein bisschen Herzblut drinne. Aber ich sag mal so, es hielt sich in Grenzen. Aber wir versuchen jetzt nochmal einen Neustart. Also das Ganze nochmal aufzuziehen mit einem neuen Server. Und also, wenn ihr das Video guckt, ist der neue Server wahrscheinlich sogar schon online. Und ja, da machen wir es ein bisschen anders. Das heißt, erstens ist es ihr natürlich in dem Moment eine Leere. Heißt also, sie wird wahrscheinlich niemandem mehr einfach so blind alle Rechte geben. Vor allem nicht alle Rechte. Und ja. Mal gucken, was da denn so kommt. So, neuer Tag, neues Glück. Wir gucken zuallererst mal, wie es unserem Pferd geht. Und zuallererst. Gute Musik. So, hier ist noch nichts gewachsen, war ja klar. Ach, scheiße. Egal. So, da oben, dich ist unser. Habe ich da gerade schon unser Pferd gesehen oder war das Luft? Da war so ein weißer Punkt. Ach nee, das ist Pferd. Sehr schön. Tja, Stroh haben wir leider noch keins, sonst könnte ich es damit füttern. Aber gut. Lass mich rein. Was? Gerade. Achso, so, wir gehen zuallererst, gehen wir mal. Ja, Tag hat gerade erst angefangen. Das heißt, wir gehen, also reiten zu einem Dungeon. Ja. So, siehst du? Ich wollte gucken, ob Pferd doch schwimmen kann. Ja, es kann tatsächlich sogar schwimmen. Wie geil ist das dann? Denn.
Bleib da. Das läuft einfach weg, ich klopf nicht. Ah, wow. Ah, gar nichts. Oh, hier geht's noch weiter. Auch nicht. Ja, los du Gaul. Oh, was hast du denn da? Was? Oh, blödes Gaul hier. Oh. Es kommt trotzdem raus. Was eine Hure von Pferd. Ich will jetzt dem Pferd eigentlich ein Gehege bauen, aber wie? Ach, ich komme hier nicht raus, aber das Pferd selber kommt raus. Guckt euch das an. Ach, die steht einfach. Achte ich einfach auf diesen. Moment schon mal, dann muss ich wahrscheinlich doch so hier machen. Vielleicht geht das dann. Da kommt aber selber gar nicht mehr rein. Muss ich also mal zwei Blöcke wegmachen hier. Okay. Verstehe. So, dann komm mal rein, mein liebes Pferdlein. Lalalala, bremsen und reinfallen. Wupf. Kommt jetzt noch. Wow. Ja, okay, so bleibt drin. Ich fick deine Mutter. Okay, gut. Dann müssen wir das Pferd also mal aufpassen. Kann man dieses Pferd irgendwie anleinen? Ich weiß, man kann es irgendwie anleinen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie das geht. Scheiß drauf, Alter. Kacke. Ist wahrscheinlich auch nichts, was man craften kann, sondern das ist wahrscheinlich auch wieder ein Item, was man finden muss. Was natürlich ultra dumm ist, ja, warum man ausgerechnet solche Sachen nicht craften kann. Das ist scheiße, was ist denn das für ein Mist, ey? Alter, scheiße, Minecraft, ich hasse mein. Weg damit, Alter, ich lösche das jetzt komplett. Ja, halt dich rein. Ach man, warum rennst du so langsam? Junge! Das war die verfickte Handbremse. Boink. Weißt du, rausspringen kannst du überall, aber. Mal hart bremsen kannst du nicht. Du bist fertig. Bist du die Rüstung überhaupt nicht wert? So, dann gehen wir hier runter hier. So, da ist eine kleine Höhle. Na komm, runter hier mit dir. Da ist keine Höhle. Ah, wobei, ja. Obwohl, ja, da geht's. Da geht's lang. Geht's da lang? Ja, hier geht's lang. War hier schon drinne? Ja, hier war ich gar nicht schon drinne. Komm her. So, dann gehen wir mal weiter in die Richtung hier. Ich suche jetzt einfach einen Dungeon, ja? Nur damit ihr jetzt wisst, warum ich hier gerade so rumgaloppiere. Mit dem Pferd sind wir zum Glück ein bisschen Lauf. Aber klar. Ein Krepier halt. Zum Glück ein bisschen schneller. Was nicht immer gut ist, wie man gerade gesehen hat. Vor allem sind wir auch auf dem Wasser schneller. Und es wird schon wieder dunkel. Ernsthaft jetzt? Wo ist die Sonne? Dann Sonne. Ah ne, die Sonne ist hell, wieso wird es denn dunkel? Whatever. So, schön ist mit dem Fenster, sind wir auch auf Wasser wesentlich schneller.
Okay, ich wollte gerade sagen, er stockert zum Glück auf dem Wasser nicht so wie das Boot, aber scheinbar doch. Er rennt halt überall gegen Mädel, ey. So, hier ist überall Eisbiom. Oh, Alter. Chill mal. Dein Leben. So, wo geht's hier lang? Lol, wenn ich hier runternehme, führt das automatisch zum normalen Grasblock. Das ist aber neu, oder? Das war früher nicht so. Und man kann Schnee auch gar nicht aufsammeln. Dann auch nicht. Das ist aber neu mit dem, dass es ein automatisch Grasblock wird, ne? Gut, wir gehen mal weiter in die Richtung da hinten. Da wird sandig, da wird schön. Die Frage ist nur, wie kommen wir darauf? Eigentlich ganz einfach. Ich brauche hier einfach mal eine kleine Steigung. Haben wir eine Schippe dabei? Natürlich nicht. Sollte schon reichen. So. Das Fett ist fett. So. Alles. Jump. Ach komm, du bist doch ein dummes Gaulein hier. Aber. Oh. Jetzt vielleicht. Hä? Oder liegt hier hin? Ah, es liegt wahrscheinlich hier hinten an den Dingern hier. Oh. Einmal mit dem Pferd unterwegs sein hier, da kriegst du Krise. Boah, was ist los? Boah, Alter. Ich wollte nur gucken, was hier unten abgeht. Ne. Nichts Interessantes, nichts Brauchbares. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter hier in die. Ah, hier ist eine Mine. Aber kein Dungeon oder ähnliches. Und ich komme auch nicht mehr raus, wenn ich da einmal drin bin. Das heißt, ich komme jetzt schon nicht mehr. Doch. Noch komme ich raus. Easy. So, was ist hier? Hier ist. Ach, vielleicht ist hier ein brauchbarer Eingang dafür. Dann kommst du mal weg. So. Klar, das Fett geht wieder ins Wasser. Dummes Gaulein. Okay, hier ist nichts. Da geht es noch weiter runter, aber ich gehe erstmal in die Richtung hier. Alter. Da hinten wird's wieder hell, das heißt, hinten geht's wahrscheinlich wieder hoch. Aua. Da. Alter, wer geht denn das hier bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird einfach mal tiefer. Ah, wie das haben wir schon mal Eisen.
komme ich mal runter. Ja, hat gut funktioniert. Oh oh. Von wo denn? Ich kann Karate. Ah, das ist ein Schleimi. Schleimer. Schleimus Avantus Valentus. Ah ja. Oh, Alter, was ist hier los? Okay, gib mal her. Nach unten buddeln ist hier eine gute Idee. Oh. So, jetzt kommst du erstmal her hier. So, ist da Ruhe. Jetzt kann ich doch wieder rausgehen. Easy. Alter, wie scheiße tief das hier ist. Wird immer tiefer. Oh. Okay, wir brauchen erstmal mehr Fackeln. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Kohle. So. Hallo? Achso. Alter, was für eine scheiß große Höhle hier. Okay. Geht hier noch weiter? Oha. Ja, das war Intelligentus, Avantus from the Hintus. So, kommen wir auch runter. Sehr schön. Und müssen wir aufpassen, dass wir das Gravel da oben nicht anrühren. Ansonsten wird es kurz ein bisschen laut und danach wird es hässlich. Alter. Oh mein, hallo? So, kommen wir hier rein. Müsste, ach du Kacke, eigentlich gehen. So. Bisschen Redstone kann ich schaden. Boah, Alter. Diamant! Noch mehr Diamant! Oh mein Gott, heute ist mein Glückstag! Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Diamanten hier, also, ne? Wenn ihr dann, da noch was habt, dann mach ich her damit. Okay, ich brauche Redstone. Wir für Kompass zum Beispiel. Oder für irgendwelche anderen Sachen, die in Richtung gehen. Alter, ist das immer laut hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir ein Wasser immer dabei? Garantiert nicht. Nein, warum auch? Kann ich damit das runterkehlen? Das wäre ein bisschen witzig. Ich setze es mal da oben hin. Geht doch gar nicht. Nee. Nee, geht gar nicht. Schade. Döp, döp, döp. Na, das wird garantiert nichts bringen. Was? Was? Das hat ja gar nichts gebracht. Na gut, okay. Kann ich jetzt gucken, ob hier noch was ist? Nee, kein Diamant, kein nichts. Gut.
Gut, das heißt, wir gehen erstmal wieder ein bisschen hoch. Schnauze jetzt. Gehen wir ein bisschen hoch, gehen wir hier hin. Dann nehmen wir mal das Eisen noch mit. Und dann war es das auch schon. Boah, sollte reichen. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch was finden. Ne? Was Kleines, Süßes, Praktisches. Wobei ich überall die Objekte hier garantiert nichts finden. Da oben ist, Wasser. Wenn ich das abgebaut bekomme, könnte ich das. Jawoll! Genau, das ist geil. Kann ich das hier, das Lava, einfrieren. Also, wisst ihr schon. Geilo! Mato! Wo komme ich denn hier hin? Ach, in noch eine Grotte. Ja, lecken Sie mich doch am Arsch, Herr Kommissar. Gut, ich würde sagen, die anderen Sachen erkunden wir dann in der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall schon mal cool, dass es hier so extrem verborgen und runter geht und alles und so. Geil. Ja, wäre natürlich noch schön, wenn wir hier auch Lava finden. Lava. Diamanten finden würden. Davon sehe ich hier gerade erstmal so gar keine. Massig Redstone, aber das war's dann auch schon. Na. So, du kommst mal weg, damit du da runterläufst. Klassischer Trick, funktioniert immer. So, und hier scheint es direkt weiterzugehen. Ja, es ist genau das gleiche Ding, da wo ich gerade hochgelaufen bin. Also oben lang gelaufen bin. Geilo Mato! Gut, okay, wie gesagt, erstmal nächste Folge, nächste Pause, also Pause für, ist auch egal, schauen wir mal.